ihr Menschen! Na, ist fluffig bei euch. So, was haben wir denn heute? Heute haben wir verschiedene Sachen, ja. Aber natürlich auch Hot Wheels, natürlich. Und da hätte ich jetzt zuerst mal hier Matchbox. Germani, Porsche. Das ist ein gelber Porsche. Es ist ein 2020 Porsche. Warte, stell mal scharf hier. Ja, mal drauf drücken. Jetzt ist aber hier das. 2020 Porsche 918 Spider. Spider. Aber das ist irgendwie jetzt von der... Die Beleuchtung gefällt mir mal wieder nicht. Ah, Mann. Stell scharf. Stell scharf. So, gut. Da war doch jetzt ein Lichtchen. Wofür ist denn das Lichtchen? Ah! Aha, okay. So, gut. Da habe ich gedacht, boah, komm für 2,50, hol ich den mal mit, der sieht knuffig aus. Und komm, mach mal auf hier. Die sind aber ganz schön. Alter, das ist ja... Ja, das ist ja heavy stuff hier. Puh, gut. Ja, da bla bla bla. Uninteressant. Alles Interessante ist hier vorne. Gut. Dann gucken wir mal, was das ist hier. Ne? Tja. Stell scharf, bitte. Danke. So, hier ist er. Ne? Sieht ein bisschen aus wie eine Ferrari. Aber ist eine Porsche. Nein, die sehen doch wohl. Es ist eine Mischung aus Porsche und Ferrari. Der Porsche Spider. Schön. Ja, so ein schönes Auto. Kleines, knuffiges, schönes Auto. Gucken wir mal, wie die Performance ist. Oh, die ist... Ja, der rollt, ne? Der will rollen. Der rollt. Aber der Porsche, der rollt. Cool. Ja, schön. Hier haben wir noch schöne Details hier hinten. Warte mal, ne? Porsche. Also, Spider steht da drauf. Ja. Ah, ein schönes Auto, ne? Ja, schon schön. Gut, ja, dann stellen wir das mal dahin. Die Kamera gefällt mir halt gar nicht so gut. So, was haben wir denn da noch? Mystery Models machen wir gleich auf. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ne, in einer letzten Episode, dass mir jetzt praktisch so eine neue Reihe hier saugut gefällt. Und das wäre... Die Pullback Speeders, yeah! Und da habe ich mir, ach, man sieht es doch schon hier, den Bone Shaker geholt. Ja, ich muss den haben. Aber eigentlich will ich noch den da haben. Da, den Muscle Emplone, wo ist er? Ich glaube, den bestelle ich mir im Internet, weil ich will nicht darauf warten. Den will ich noch haben. Den hier findet man ganz oft, den will keiner haben. Den GMC Hammer e.V. da. Ja, den will ich, den. Gucken wir mal, ob wir den irgendwann mal hier kriegen. So, jetzt muss ich mal gucken, was... hier. Muss ich mir das Messer holen. Messer! So. So, machen wir hier wieder den obligatorischen Nicht-Eindrück-Kauschlumpf. Und dann holen wir das Ding mal raus, ne? Ja. Yeah. So, hier noch in der schönen Umgebung. Guckt euch an, wie das glänzt und ist schön. Machen wir das hier mal. Ich weiß ja jetzt, wie das geht. Das ist schon. So. Cool. So, jetzt kann man das schlüsselmäßig hier rausschlumpfen. So, jetzt gucken wir uns das Ding mal von ganz nah an. Ja, es ist so ein bläuliches, lila-blau irgendwas. Hot Wheels. Ja, der hat auch so ein Wackelgedingsels da. Aha. Ja, die Seite sieht genauso aus. Was man vielleicht gar nicht so sieht. Ah doch, man sieht's. Hier sind so schwarz drauf gedrückt auf diesem dunkelblau. Das hat schon was Edles, ne? Das ist schon cool. Hier ist nichts drauf, da ist auch nichts drauf. Da vorne steht noch der Bone Shaker. Und hier ist das obligatorische Schädelchen mit Fingerchen. Genau. So. Die Reifen sind cool gemacht.
Die haben nicht so viel Spiel wie bei der Mainline. Ja, die sitzen stramm. Der Bone Shaker. Ja, sieht cool aus. Die sind, ich muss echt sagen, ich hätte das nicht gedacht, aber die sind echt schön gemacht. Die haben schöne Details. Gut, hier ist jetzt so eine Nase da. Kann man das? Ah, gut. Die sehen toll aus. Da würde ich mir echt mehr wünschen. Gut, ein Zehner jetzt für so ein Autochen, ne, ist halt. Aber die sehen toll aus. Und sind halt Pullbackies, ne? Ich habe jetzt nicht ganz so dolle aufgezogen, ne? Ja, dann, oder? Hui. Ja, gut. Gucken wir mal, ob der... Oh ja, die können auch schneller. Die fahren auch sehr lange und so weiter. Ja, das ist schon... Ja, irgendwie ist da schon Qualität so dahinter, ne? Also... Das ist kein Schrott, wie ich zuerst gedacht habe, dass das irgendwie, komm, das ist doofe Scheiße hier, aber hier ist ein Andotzer. Armschädel, ach nee, echt jetzt. Naja, egal. Ja, schönes Auto. Wunderbar. Jetzt muss ich echt gucken, dass ich noch den anderen da bekomme. Den Muscle and Blown. Den muss ich haben. Ich glaube, den bestelle ich noch im Internet. Heute noch. Mal gucken. So, dann machen wir hier das wieder da dran. Gucken wir mal. So. Schön. Und wieder rein mit dir. Ja. Obwohl der Mighty K, der ist bestimmt auch cool. Und der Lolax. Ich glaube, der Lolax, der wird mir auch gefallen. Mal gucken. Ich hatte halt auch den Twin Meal in der Hand. Und hatte ich mir echt schon so gedacht, so schlimm ist der gar nicht. Der sieht ganz gut aus. Aber ja, 10 Euro waren dann doch zu viel. Und das hier ist halt, ja, schön, ne? Ja, bitte scharf, danke. Ah, schon, die sind cool. So, hier ist aber die Verpackung, gefällt mir irgendwie nicht so. Hatte ich schon so angedutzt hier. Naja, egal. So, cool. Dann machen wir jetzt weiter mit den Mystery Models. Machst du erst das Ding hier auf. Und dann kommt ganz am Schluss kommt noch eine super geile Überraschung. Ja, aber zuerst mal hier die Mystery Models. Nee. Gucken wir mal, was ich mir da heute geschnappt habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, hätten wir die 1. Gucken wir mal. So, ich hätte die so gern, aber die waren, glaube ich, wieder nicht erhältlich. Aber ich glaube, ich habe mir den geschnappt, den HWF1 Racer. Den habe ich mir geschnappt. Und dann weiß ich nicht mehr. Der neuen wäre eigentlich auch cool. Weiß ich, ja, mal gucken, ne? Mal schauen, was wir da haben. So, zuerst mal hier den. Ohne hätten wir den, ja, HWF1 Racer. Juhu. Schöner Aufkleber. Und dann gucken wir uns das Ding mal an. Ich hoffe, es ist nicht genau derselbe, der jetzt in der Mainline auch drin war. Nein, ist es nicht. Hä, was ist denn das? Was ist das denn jetzt? Aha. Okay. Das Ding habe ich noch nie gesehen. Das sieht auch, ja gut, das... Sieht doch irgendwie anders aus dann, ne? Matte. Ja, ein schönes Rot. Sehr schönes Rot. Sehr glossy. So wie die Lippen einer erotischen Frau. Ja, schon. Hier ist... war nur Staub. Dann gucken wir mal, wie die Performance ist. Oh, der wollt schön. Oh, der ist flitzig. Da ist ein Flitscher, ein kleiner Flitscher ist das. Aber man sieht, die Räderchen, die eiern so ein bisschen, ne? So ein bisschen eiern die. Aber schön, ist es schön. Ja, ist jetzt, ja. Ja. Man könnte sagen, ja, es ist halt, ne, ist relativ schwer und so, ist, hat was, aber ist jetzt auch nicht so mein Fave und ich, ja, weiß nicht. Ach, ich weiß nicht. Aber naja, ist halt jetzt da, ne. Welcome to the family. So, dann machen wir den zweiten auf. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, was für eine Gurke ich mir jetzt da geholt habe noch. Könnte es der sein? Ach, wir werden es mal,
Ciao, ne? Oh, den hätte ich so gerne, den BMW und den Lancer. Aber nicht mehr da. Weil so viele Leute wahrscheinlich diesen scheiß Trick kennen. Mann. Tja, gucken wir mal, ne? Und dann hätten wir, oh, leckes Poster. Gucken wir zuerst mal, was auf dem Poster drauf ist. Eigentlich auf der Rückseite. Ah, Twinduction. Ja, gut. Schön, schön, schön. Und dann 06, ja. Der Flight. Flight of Three. Flight of Three. Gut. Gucken wir uns den mal an, wie der so ist. Und da ist er. Und ein Weihnachtsgrün, ein Weihnachtsmetallic-Grün, ein Auto, ein unspektakuläres Normalauto, eingekleidet zwischen Plastikrahmen. Flight of Three. Es ist, ja, aha, es, was ist das für eine Konstruktion hier? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ja, das ist halt so eine japanische Schriftzeichen. Die Farbkombi ist sehr weihnachtlich, irgendwie sehr seltsam. Ich verstehe das Ganze jetzt nicht so. Six für Nikolaustag oder was? Ich weiß. Ja, gucken wir mal, ne? Performance? Nicht so. Obwohl, ja, ne? Wenn man richtig anstupst, dann will er auch rollen. Aber eiert auch so ein bisschen nach vorne, ne? Also, ja. Naja, wird nicht mein Liebling hier. Aber es sieht halt aus, ne? Es sieht halt aus und ist mit Absicht erschaffen worden. Das will ich jetzt mal hier so behaupten. Jo, ne? Da Flight of Three. Nee. Gut, einmal hier die Aufkleberchen. Die machen wir dann hier hin. Schön, schön, schön. Meine Enttäuschung könnte nicht kleiner sein. Nee, Quatsch geht. So, und dann? Ja, ich war halt im Rofo Kinderland, hab da so ein bisschen was eingekauft. Ne? Warte mal, ich guck mal hier. Ja. Ja, da könnt ihr sehen hier, so Speederpull habe ich volle Preis hier. Die Mystery-Dinger, 3 Euro pro Stück mal wieder. Naja, nicht so. Aber ich habe mir noch reduzierte Ware gekauft, weil sie das jetzt gerade erspäht habt. So, oh, was ist das? Ja. Und zwar, ne, habe ich mir, sieht man das überhaupt so? He-Man, Masters of the Universe. Genau. Power Attack. Da gibt es auch hier so ein He-Man. Wer ist denn das da? Ja, ich hab mir gar nichts, du. Ich muss das Handy, glaube ich, mal so ein bisschen da abschlumpfen. Das Ganze mal hier so. So. Ja, und da hätten wir ihn. Da wäre der Power Attack Tibby. Ne, komm, ich versuche das wieder hier reinzuschlüppeln. Habe ich jetzt aus Versehen ausgedrückt oder so. Naja, gut. So. Ihr seht, stark reduziert. Von 14,99 auf 7 Euro, glaube ich, war das. Genau. Power Attack. Yeah. Ja, die hatten auch He-Mans, aber ja, da war ich jetzt irgendwie nicht so für. Weil Skeletor finde ich dann doch schon cooler. Und ja, das Case sieht auch nicht mehr so toll aus, deswegen packe ich das Ding mal aus hier, ne? Der Daniel, der Österreicher, wird jetzt schreien. Ah! Aber Gruß an dich, Daniel. Hallo. Ich habe dir eben noch ein Foto geschickt, ne? Da habe ich dir gezeigt, wie ich mir das gekauft habe, beziehungsweise wie es in meinem Einkaufskörbchen liegt. Und so, gucken wir mal hier. Was ist das da? Oh. Amen. Hier ist dann auch dieses Power Attack Dingen da. Und dann holen wir das Figürchen mal raus. Erinnert mich irgendwie vom Design her so an Darksiders. Kennt ihr das Videospiel? Das ist irgendwie, kommt mir irgendwie dann so. War das ein Geknistere? Alter, die Figur. Hey, das. Wow. Das ist voll die krasse Figur. Massiver Oberkörper. Hier ist so gummimäßig. Hier sind die Füße, kann man, also kann der praktisch dann so stehen. Naja, ja.
Das ist cool, der um. Hm, Männchen oder Weibchen? Man kann es nicht erkennen. Ja, dann, ja. Irgendwie, hier kann er sich auch noch bewegen. Das ist, nichts mit der Hufte wackeln. Das ist hier Kugelgelenk, aha. Die Beine sind auch so knuffi. Interessantes Design, gefällt mir. Jetzt bin ich froh, für 7 Euro ist das doch schon ein geiles Figürchen. Was ist hier mit der Hand? Kann man das, das kann man bewegen, aber es geht sehr schwer. Na, hol mal den Gehörnten. An was erinnert mich das? Mobbe. Ne, ihr wisst. Hier hinten, ne? Hätten wir auch schöner machen können. So, drücken wir dem mal den Stab da in die Hand. So, und schon sieht er so aus, wie er aussieht, ne? Toll. Ich bin Skeletor, der Trainierte. Ja, das bist du. Hat der Oberarme. Guck mal doch. Der hat größere Oberarme als Schenkel. Die Schenkel sind so ein bisschen dünn, aber die Arme sind, von was das wohl kommt, dass die Arme so und die Schenkel aber nicht. Ja, genau, ne? Nee, das Design gefällt mir. Das ist irgendwie so modern, so eckig ein bisschen, videospieltechnisch irgendwie auch so. Gefällt mir. Erinnert mich auch so ein bisschen an Raphael von Soul Reaver. Also ganz klein bisschen, aber das hier so mit diesen Gelb und so und das neonfarbene Gesicht da, der Skull hier. Das ist cool. Nee, gefällt mir wirklich. Das ist geil. Das ist schön. Ich mag dir, Skeletor. Cool. Machen wir den mal dahin. So, und dann haben wir... Nee, komm, ich mach mal dahin. Und dann habe ich mir noch geholt, war auch reduziert, von 20 auf 10 Euro. Und da... Wie drückt man das jetzt noch aus? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Genau, so drückt man das aus. Weil, als ich damals klein... klein und knuffig war und süß und so, in meiner Kindheit sozusagen, da habe ich diese Figuren gesammelt. Ne? Hier so die Original-He-Man-Sachen. Hatte auch ein paar, ja. Aber ja, ne, irgendwann natürlich sind die Flohmarkt oder verschenkt oder getauscht, keine Ahnung. Ja, und jetzt in dem Alter will man sie natürlich dann wieder haben irgendwie, ne? Oh, ich habe hier die Matratze da verschlumpft. Und ja, aber die wurden jetzt halt wieder neu aufgelegt und deswegen habe ich mir gedacht, wie ich das jetzt hier gesehen habe, oh cool, holst du das mal mit für einen Zehner. Und zwar den normalen Skeletor, ne? Ich hatte auch noch den normalen He-Man in der Hand, aber ja, habe ich gedacht, nee, komm, He-Man. So, seht ihr hier? Gut, 10 Euro ist halt auch immer noch, ne? Terror Claw Skeletor includes Comic. Ja. Zubehör jede Menge. Und hier sieht man schon, ist schon auf, hier kann man schon Comic rausholen. Dass das noch nicht geklaut worden ist, werden. Ah, hier ist, warte mal, da ist noch so ein Beiheftchen dabei. So, hier ist das Comic. Aha. Guck mal da. Da. Oh, den hatte ich auch mal. Den, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Den wollte ich immer, hatte ich aber nie, glaube ich. He-Man hatte ich natürlich. Ich hatte auch den Adam, glaube ich. Ja, natürlich. Ja, ne? So, jetzt gucken wir mal hier. Aha. Hordak hatte ich auch. Hordak fand ich eigentlich am coolsten noch. So, welchen hatte ich noch hier? Sorceress hatte ich natürlich. Jitsu weiß ich gar nicht, glaube nicht. Aber irgendeiner meiner Kollegen hatte, also Freunde, hatte den. Bass auf auch. Ja, ne, cool. Gucken wir mal, was hier gebacken ist. So. Aha. Das heißt, removable parts. Cool. Gut, dann gucken wir mal, was hier so gebacken ist. Nämlich der Öffnung des Skeletoranas. Oh, da ist ja einiges hier. So. Hatten wir den da und dann fehlt aber noch der Kopf. Gib mir deinen Kopf, ich geb dir meinen.
Wo sind Sie denn? Wo bleiben Sie denn? Ah, hier ist er jetzt. So, da ist er. I'm a floating head. Ja. Von welchem YouTuber gespannt ist das? Hä? Wisst ihr das? I'm a floating head. Vielleicht haben das auch viele sonst gemacht, aber ne. Ich kenne das von den, nicht Happy Console Gamer. Scheiße, wie heißen die denn jetzt noch? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, die immer über Flohmärkte gehen oder Spiele suchen oder Spielzeug. Oh, Game Chasers natürlich, Mann. Die Game Chasers, die gucke ich auch sehr gerne. Ja. Ich muss allerdings sagen, hier der Skeletor, ich glaube der Original Skeletor, gefällt mir sehr viel besser als das hier. Das hier ist irgendwie so... Weiß nicht. Kann ich ihn jetzt rausholen oder ist er noch irgendwie fest gemacht? Alter, sind die doch fest da drin. Ah, hier noch an den Fusilis. Hier noch, das ist ja eine richtige Schaffe, die Dinger so zu befreien. Komm, Mama mia. So, alles da rein. Ja, komm, noch hier. So. Kann man nachher alles in den Müll. So, nee. Dorin hier. Gut. Dann gucken wir uns das Ding mal an. Also wie gesagt, die waren früher, haben die echt gruseliger ausgesehen, als da, der guckt ja schon richtig freundlich. Also ich weiß nicht so. Na, willst du ein Sandwich? Von mir? Ich weiß nicht. Also der sieht so freundlich aus. Deswegen Köpfen. Oh. Moment. Ich finde das gerade so witzig. So, Moment, da müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Hallo, ich bin der Bruder vom Skeletor. Mein Kopf ist zwar ein bisschen kleiner, aber ich bin trotzdem so brutal. Ist das... Ja, Mann, ist das doof. Entschuldigung, aber ich feiere das gerade sehr. So, ist der hier wenigstens ein bisschen böser. Ich glaube, der ist böse genug für mich. Also echt. So, ist er jetzt gut drauf? Das Grinsegesicht, da geht ja gar nicht. Also, nee. Ja, obwohl, hier sieht er aus, als ob er lachen würde. Das war ein cooler Joke, Junge. Ja, danke. Nee, die waren damals, waren die... Was ist denn das? YMCA. Naja, ich weiß nicht, ich finde das jetzt eher so lustig, wie die Figur aussieht. Früher haben die echt brutaler ausgesehen. Das war so, als ob man jetzt heutzutage zum Beispiel Conan verfilmen würde und halt ne, mit... Keine Ahnung, Ryan Gosling oder so. Allerdings noch in dem Kostüm von Ken. Von Barbie, ihr wisst ja, ne? Tralala. So, kann man das... Oh, ja, jetzt ist er... Ach, die sind jetzt... Oh, hier ist er dreckig. Wir hatten da schon wieder während der Arbeit gegessen, hä? Hä? Wer war das? So, Da muss ich jetzt ehrlich sagen... Die Figur hier gefällt mir so von der Quali her nicht so gut wie die hier. Die ist cool. Also die gefällt mir jetzt echt besser, obwohl ich mit diesen hier aufgewachsen bin, obwohl sie damals natürlich ein bisschen anders waren. Die waren auch breit da oben und das hier war irgendwie mit so, keine Ahnung, mit so Gummis festgemacht, aber waren auch, aber das hier ist ja, Alter. Ich renne. Lauf, Forest! Lauf! Ich weiß nicht, ich kann das nicht ernst nehmen. So, gucken wir mal, was hier gebacken ist. Was ist denn das? Was? Wofür ist das? Ah. Wie finden Sie Ihren Arbeitsplatz? Thumbs up! Thumbs up, Junge!
Finde ich cool. Ja. Naja, gut, dann gucken wir mal hier, ne? So, dem kann man jetzt hier so Krallen anschlumpfen. Wie geht das dann, oder ist das mit wie, warum? Warum geht denn das jetzt nicht so cool? Das sind noch, oder sind das, ne? So, hallo, ich brauche Hilfe hier. So, ne, die sind für, aha, die sind dafür da, genau. Gucken wir mal, aber irgendwie, die müssen dann, aha, die sind dann nur so ein bisschen da. Super fest sind die dann nicht, ne? So super fest sind die dann nicht. So, dann haben wir das hier noch. Der will gar nicht so. So, jetzt haben wir. Aha, cool. Und jetzt? Ho, ho, ho. Jetzt spielt er Black Metal oder was? Kerry King. Ja, ich weiß nicht. Da ist irgendwie so. Ne? Das hier kann man dann. Was ist das? Das ist. Na, kann der dann hier so dran machen? Aha. Und was macht das? Ja, okay. Das kann man dann hier rein. Also es ist dafür ist das gemacht. Jetzt geht's. Ja, jetzt. Jetzt hängt's fest und jetzt hat er. Wofür ist denn das? Damit der Regen da. Oh. Oder ist das etwa für. Versteht ihr so eine Art. Naja. Da könnte man eine coole Comic-Serie, also so eine coole Sitcom draus machen. Na, Skeletor, sind wir bald da? Das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Ah, nicht aber langweilig hinten am Rücken. Ich sehe immer nur den Himmel und da passiert so wenig. Ach, sei froh, dass du überhaupt mitkommen darfst. So, irgendwie so, ne? Aber das hier mit diesen Krallen und so, weiß nicht. Vielleicht kann man da draus selber. Das finde ich irgendwie. Oh, die betenden Hände von Dürer, ne? Die betenden Ohren hier, wo waren das noch? Achso, von Dürer, Albrecht Dürer, ne? Betende Hände kennt man. Aber das wurde auch persiflasisiert in Werner, dem ersten Werner. Der Hase mit den betenden Ohren, irgendwie vom Meret Becker. Das hier ist echt, da ist noch, aha, bei der kleinen Hand da ist da noch, stell mal scharf bitte, ist da noch so Gelenk dabei, aha. Na, wenn das mal lange hält, nicht. Ja, ich muss sagen, die Figur, bin ich jetzt nicht begeistert von, muss ich sagen. Das ist nicht schön. Vor allem ist das, ich weiß nicht. Naja, ne? Dann mache ich das mal hier dran. Und ja. Freue mich dann irgendwie so. Ne? Ja. Ah, hier hat er noch sein. Ja, das kommt so, glaube ich, ans Original ran, ne? Der hat ja dieses gehörnte Ding da gehabt, dieses zwiebelmäßige gehörnte Teil hier, Jinji Ito. Spirale da, ne? Cool. Ja, da sieht. Ja. Das kann man jetzt nicht irgendwo hinstecken, oder? Was geht denn da ab? Muss dann hier so rein oder wie? Und jetzt, ja, die Füße kann man dann auch so. Steht der dann überhaupt? Das ist ja, ich weiß, ich glaube, so richtig stehen tut der dann. Nee, hinstellen oder doch, er steht. Okay, gut. Den mag ich nicht. Den mag ich eher mehr. Der ist cooler, finde ich. Der ist irgendwie, der will Skeletor aus den 80ern sein, aber ist es nicht, ne? Ist so wie diese ganzen Bands, die 80er Metal machen wollen, aber irgendwie kein 80er Metal sind. Nee, das ist nicht schön.
Ja, ne, das war's dann jetzt. Ja, das war mein Einkauf heute. Dann hoffe ich mal, es hat euch trotz diesem Herren hier gefallen. Und ja, ne, dann würde ich sagen, tschüss! Look at these.